Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Guten Abend. Herzlich willkommen zu Extra 3. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Und es ist wieder soweit. Seit heute ist in Frankfurt wieder internationale Automobilausstellung oder wie man sie auch nennt, die größte prähistorische Schau der Welt. Die IAA mutet ja wirklich an wie ein Relikt aus uralten Zeiten, als starke Männer sich noch an umweltfeindlichen Riesenkarren aufgegeilt haben. Jetzt merkt man schon, die Zeiten haben sich geändert. Es gibt inzwischen Protest. Ja, es gibt Protest vor der IAA. Es gab sogar kriminelle Chaoten, die im Umfeld der Messe Luxuskarossen in Brand gesetzt haben. Ich bin gespannt, was die Täter dafür bekommen. Ist ja sehr unterschiedlich, was einem in Deutschland blüht, wenn man sinnlos Autos zerstört. Ne, manchmal kriegt man eine Strafe, manchmal eine Abwrackprämie. Es wird auch mit weniger Besuchern gerechnet in diesem Jahr bei der IAA. Also es sind weniger Menschen, die sich anschauen wollen, was unsere besten Ingenieure in ihren genialen Gehirnen alles ausbaldovern. Eine Innovation, von der ich zum Beispiel auch nach Jahren noch begeistert bin, das ist die Lenkradkühlung. Finde ich super. Gerade in Zeiten des Klimawandels, Lenkradkühlung, also es ist klasse. Wenn es einem zu heiß wird, kann man sie schützen und leckt einfach im SUV am eiskalten Lenkrad. Und schon ist man erfrischt. Und je nachdem, wo man leckt, gibt es dann auch die Geschmacksrichtung Vanille, Schoko und Amarena. Zumindest in der Oberklasse. Ebenfalls sensationell sinnvoll die Cabrio-Kopfheizung. Wenn es einem im Cabrio zu kalt wird, heizt das Ding über die Kopfstütze die Bollerbirne. Für Leute, die zu doof sind, im Cabrio bei Kälte das Dach zuzumachen. Also es sind Meilensteine der Ingenieurskunst. Natürlich tut sich auch einiges beim Thema Elektromobilität. Zum Beispiel engagiert sich Porsche inzwischen doch für den Klimaschutz mit dem Modell Taycan. Ein Elektroauto, der fährt mit Strom, der hat 761 PS. Ja? Das Ding ist so schwer, Leergewicht 2,3 Tonnen. Wenn Sie vorne ein Rohr raushalten, gilt er mit der Zulassung als Leopard 2. Also, ich würde mal sagen, das ist genau das richtige Gefährt für Männer in der Midlife-Crisis, die die besser verdienende Grüne von nebenan anbaggern wollen. Hey Baby, Lust auf ein Espresso, während mein Elektroauto lädt? Und sie denkt, die Karre und eine Espresso-Maschine, da fliegt doch die Sicherung raus. So langsam merken auch die deutschen Autobauer, man müsste vielleicht doch mal über Alternativen nachdenken zum Verbrenner. Von den 20 meistverkauften Elektroautos der Welt kommt kein einziges aus Deutschland. Und jetzt, nachdem alle anderen schon viel weiter sind, kündigt auch VW einen kleinen Elektrowagen für jedermann an, den VW ID3. ID heißt er wegen Idee. Ja? Idee. Ich frage mich, müsste das beim Zustand des VW-Konzerns nicht eigentlich anders heißen, das Modell ND? So am Ende, wie die sind? Ich finde schon. Es wird viel über das Klima gesprochen. Trend ist aber auch bei der diesjährigen IAA die fette Karre namens SUV. Auf ihren dreckigen Goldesel lässt die Autoindustrie natürlich nichts kommen und hat deswegen kurzerhand den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann ausgeladen. Der sollte eigentlich die Eröffnungsrede halten, wie auch in den letzten Jahren. Und in seinem Manuskript waren nun Sätze drin, wie dieser hier. Ich möchte ehrlich sein, Frankfurt braucht mehr Busse und Bahnen, aber nicht mehr SUVs. Woraufhin der Verband der Automobilindustrie gesagt hat, interessante Meinung, behalte die doch einfach mal für dich. Und geh woanders stören. In diesem Jahr werden erstmals mehr als 1 Million SUVs in Deutschland neu zugelassen. Die Deutschen lieben große Wagen. Ist auch ihr Lieblingssternbild übrigens. Ja. Ich verstehe das schon. Wenn man mal drin sitzt, man hat ja viel mehr Platz, endlich wieder Platz. Dieses Gefühl von endlich in unseren verstopften Straßen wieder Platz. Also nur innerhalb des Wagens natürlich. Und dann hat man Allradantrieb und erhöhte Geländegängigkeit. Sehr wichtig in der Stadt. Wenn es mal den Prenzlauer Berg hochgeht, da heult der Motor richtig auf. Und dann gibt es noch jede Menge Spielereien. Es gibt Autos zum Beispiel, da kann man das Fahrwerk individuell einstellen und den Wagen einfach mal hüpfen lassen.
Das Hüpfen beginnt leicht und wird immer stärker. Dadurch kann man auch aus sandigen Stellen einfach raushüpfen. Ganz richtig, ja. Wie oft denkt man mir, Mensch, aus der sandigen Stelle würde ich jetzt gerne mal raushüpfen mit dem Auto. Also in der Stadt, wenn man die Kinder auf dem Spielplatz direkt an der Rutsche Aufgabe zu machen, dann ergibt so ein Fahrzeug Sinn. Kleiner Nachteil, SUVs sind ziemlich gefährlich bei Unfällen, deshalb die Empfehlung der Hersteller, besser, sie sitzen selber drin. Mehr zu den dreckigen Kisten jetzt in Extra 3 Extra mit Janine Ullmann. Herzlich willkommen bei Extra 3 IAA News. Automobilhersteller bleiben der IAA zunehmend fern. In diesem Jahr fehlen mehr als 20 Automarken. Insider vermuten als Ursache die immer größer werdenden SUVs. Es haben einfach immer weniger Aussteller Platz. Porsche zum Beispiel präsentiert einen riesigen Klimaschutz-SUV, der Kurzstrecken ab sofort überflüssig machen soll. Dieser SUV ist nämlich so groß, dass man einfach vorne ein- und hinten wieder aussteigen kann. Und schon ist man beim Bäcker. Der bayerische Autobauer BMW will das Klima retten. Ab sofort gibt es in allen BMW-SUVs einen Klimarettungsmodus. Wenn der SUV nicht fährt, öffnet sich automatisch die Fenster, sodass die Klimaanlage die Umgebungsluft herunterkühlen kann. Wenn ausreichend Fahrzeuge daran teilnehmen, könnte die Erderwärmung so bald gestoppt werden. BMW verspricht sich durch diese Technik eine Imageverbesserung. Und genau diese Imageverbesserung ist gerade bei der Generation Fridays for Future gesucht. Der Trend zum SUV ist nicht zu bremsen. Audi gab zum Start der IAA neueste Pläne im Wachstumsmarkt des SUV-Mofas bekannt. Den Vorwurf, VW benutze Elektroautos nur als Feigenblatt, weist das VW-Management auf der IAA entschieden zurück. Man stecke bei VW sehr viel Geld, Manpower und Know-how in die E-Mobil-Entwicklung. Und pünktlich zur Eröffnung der IAA wagt der Extremsportler Felix Baumhaus sein bisher tollkühnstes Experiment. Er will nämlich als erster Mensch mit seinem SUV tatsächlich durchs Gelände fahren. Wie geil ist das denn? Und immer mehr Männer kritisieren die diskriminierenden Zustände auf der Automobilmesse. Es sei nicht fair, dass ausschließlich Frauen als Hostessen auf den coolen Autos sitzen dürfen. Deshalb sollen sich auf der IAA in diesem Jahr zum allerersten Mal auch Männer auf den Motorhauben räkeln. Und mit diesen durchaus verschreckenden Bildern zurück zu dir, Christian. Danke, Janine Ullmann. Ganz ehrlich, ich beneide manchmal Menschen, die mit dieser Entwicklung so gar keine Probleme haben. Die sagen, Treibhausgase, ja, pff, wo ist das Problem? Ja, so Leute gibt es ja, sogar im Bundestag. Was sagt die Bibel? Am dritten Tag schuf Gott Pflanzen und Bäume und implizit das CO2. CO2 ist also kein Teufelszeug, CO2 ist ein Lebensmittel, CO2 ist eine gute Gabe Gottes. Herr Kollege, Sie zum Schluss kommen. Herr Abgeordneter, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, finde ich auch, die Pointe kann er nicht mehr toppen. Ja, CO2 ist eine gute Gabe Gottes. Bald ist wieder Erntedankfest. Sie wissen, da fahren die Christen in Deutschland nach alter Tradition mit dem Auto mehrfach um die Kirche und danken Gott für das gute CO2. Wir können gar nicht genug davon in der Atmosphäre haben, steht so in der Bibel. Übrigens, auch Hexenverbrennungen sind Gott gewollt, weil dabei CO2 entsteht. Ja. Denken Sie mal drüber nach. Angela Merkel ist offenbar nicht ganz so bibelfest, denn sie hat auch bei der Haushaltsdebatte gestern im Bundestag noch mal klargemacht, wie wichtig ihr das Thema Klima ist. Und dabei setzen wir auf Innovation, auf Forschung, auf unser Zutrauen, dass wir gute technische Lösungen finden, wie wir es immer getan haben. Das ist wieder ein typischer Merkel, ja? Dabei
setzen wir auf unser Zutrauen, dass wir Lösungen finden. Ich bin mal kurz weg, mir eine Arche kaufen. Auch Annegret Kramp-Karrenbauer setzt auf Innovation. Das hat sie im Sommerinterview gesagt. Und Kramp wäre nicht Karrenbauer, wenn sie nicht auch beim Thema Klimaschutz genau das richtige Bild finden würde. Das ist sozusagen der Turbo und der Booster, um den es jetzt geht. Ja. Für weniger Emissionen den Turbo, den Booster einschalten. Ordentlich Vollgas geben, Dampf machen, Staub aufwirbeln für frische Luft. Ein Kickstart fürs Klima. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Aber es darf natürlich auch nicht zu viel kosten. Der ausgeglichene Haushalt, die schwarze Null, darf natürlich nicht gefährdet werden. Aber auch da gibt es ja Lösungen. Wir haben die Möglichkeit, kreativ unter Nutzung von privaten Vermögen auch zu arbeiten. Macht Ihnen das aus Angst? Das ist mal, mir ist ein bisschen Angst. Man denkt immer, okay, es ist die CDU. Mit privatem Vermögen kreativ arbeiten, da weiß ich nicht, was Sie meinen. Steht sie vielleicht doch noch zu sehr in der Tradition von Helmut Kohl? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, nein, ich habe es dann verstanden. Sie meint wohl die geplante Klimaanleihe, wegen der sich die CDU aber gerade munter mit der SPD fetzt. Kramp-Karrenbauer will auch das Bahnfahren billiger machen. Die Mehrwertsteuer soll runter. Das heißt, Tickets werden 10% billiger. Und man kann sogar für immer umsonst fahren, wenn man sich am Ticketautomaten lebenslang für die Bundeswehr verpflichtet. Eine CO2-Steuer will sie nicht. Nein, ich glaube, CO2-Steuer, wie soll man es zusammenfassen? Ich finde, man könnte sagen, es tut sich was, kann man sagen. Es tut sich was. Also es wird darüber beraten, worüber man demnächst beraten sollte. Bald tagt ja auch wieder das Klimakabinett. Sie wissen, das wurde vor einem halben Jahr von der Regierung einberufen. Eine Art Taskforce, eilig aus dem Boden gestampft als Antwort auf Fridays for Future. Den Schulstreik. Schüler sagen ja, wir tun freitags bewusst in der Schule nichts, um ein Zeichen zu setzen gegen den Klimawandel. Die Regierung hat gesagt, das können wir toppen. Wir tun das ganze Jahr nichts gegen den Klimawandel. Und deshalb jetzt das Klimakabinett. Es klingt auf jeden Fall wunderbar. Und das Klimakabinett tagt wieder am 20. September. Das ist nächste Woche Freitag. Also sozusagen ein Friday vor Vergangenheit. Und man sieht doch eins ganz deutlich. Science-Fiction-Filme wie Independence Day sind nicht deshalb unrealistisch, weil Aliens die Erde angreifen, sondern weil direkt gehandelt wird, statt erstmal jahrelang in einem Alien-Invasionskabinett zu beraten. Nur zur Erinnerung, Angela Merkel hat vor 8 Jahren folgendes Ziel ausgerufen. Wir wollen gerne, dass bis 2020 1 Million Elektrofahrzeuge auf unseren Straßen im Einsatz sind. Da müssen Sie ein bisschen Gas geben. Bislang sind es 119.000. Also noch etwas weniger als 1 Million. Aber es sind ja auch noch über 3 Monate Zeit bis 2020. Und witzigerweise gibt die CDU auch noch an mit ihren angeblichen Erfolgen. Hier, das hat sie zuletzt getwittert. Deutschland überholt Norwegen bei den E-Autos. Das ist wirklich so. In Deutschland sind in diesem Jahr mehr E-Autos zugelassen worden als in Norwegen. Nur, dass Norwegen 5 Millionen Einwohner hat und Deutschland 83. Zurzeit, seien wir ehrlich, werden Elektroautos vor allem aus einem Grund gebaut. Die Elektroautos, die kommen nicht deshalb in den Markt, weil sie die Leute unbedingt wollen oder die Autobauer, sondern weil es die EU-Kommission gibt und die CO2-Vorgaben gemacht hat. Die kann man nur mit Elektroautos erreichen. Ja, der Grenzwert der EU liegt zurzeit bei 130 Gramm CO2 pro Kilometer, also als Flottendurchschnittswert, versteht sich. Ja, so rechnen die das. Das ist, als würde man sagen, ich will weniger Fleisch essen, also esse ich jetzt einfach doppelt so viel Salat zum Steak. Dann esse ich ja insgesamt weniger Fleisch. Ja. Also man rechnet sich mit den Elektroautos den CO2-Ausstoß der schweren Karren schön. Wenn alle weniger schmutzige Autos fahren würden, dann wäre natürlich durchaus was gewonnen. Und noch mehr wäre gewonnen, würden dann auch noch Politikerinnen und Politiker mit gutem Beispiel vorangehen. Daniel Sprenger. Herrlich, diese Natur rund um den Schweriner Landtag. So sauber und auch im Landtag wird Umweltbewusstsein gepredigt. So lobte im April die damalige Bildungsministerin Birgit Hesse die Schüler bei den Fridays for Future Demonstrationen. Sie sehen und spüren die Folgen des Klimawandels schon jetzt und werden noch jahrzehntelang das ausbaden müssen, was die Erwachsenen von heute tun und vor allem nicht tun.
Mittlerweile ist Birgit Hesse Landtagspräsidentin und hat Taten sprechen lassen. Sie tauschte ihren alten Dienstwagen, einen schwarzen Audi A8 TDI Quattro, gegen diesen blauen Audi A8 TDI Quattro. Es ist das gleiche Auto, es ist letztendlich eine andere Farbe und optisch etwas anders. Denn das Auge fährt ja mit. Dass die neue Limousine in der 13 cm verlängerten L-Version 159 Gramm CO2 pro Kilometer ausstößt und damit deutlich über dem EU-Wert von 130 Gramm liegt, das sieht man ja nicht. Gleicher Wagen, nur andere Farbe, würden die Fridays for Future-Demonstranten wahrscheinlich sagen, ist das nicht ein Teil des Weiter-so? Naja, also ich fand zunächst einmal, dass man auch durchaus mal von der Farbe schwarz abweichen kann. Sonst wird uns Politikern ja immer vorgeworfen, wir fahren mit den schwarzen Karossen vor. Ich dachte, oder wir dachten jetzt mal, das wäre mal ein bisschen was anderes. Das ist ein, finde ich, sportliches Blau. Absolut. Und mal ein bisschen was anderes, das ist doch genau das, was diese Klimaschützer immer fordern. Es wäre sinnvoll, wenn der Wagen nicht nach der Farbe beurteilt werden würde, sondern nach seiner Antriebstechnologie und seinen Auswirkungen auf das Klima in Bezug auf die Schadstoffe. Birgit Hesses größte Kritikerin ist übrigens Birgit Hesse selbst, also die Birgit Hesse von vor ein paar Monaten. Schließlich ist es unsere sorglose Art zu leben, die die Jugendlichen aufschreien lässt. Aber auch von anderer Seite kommt nun Kritik. Das ist unglaubwürdig, ne? Das ist Wasser predigen und Wein trinken. Naja, Birgit Hesse trinkt schon noch Wasser. Nur das Auto säuft halt Diesel. Und zwar ziemlich viel davon mit seinen 286 PS. Wir können jetzt nicht sagen, wir wollen ja den CO2-Ausstoß irgendwo reduzieren und schaffen uns irgendeine Protzkiste an. Das machen wir natürlich nicht, sondern bei uns stimmt Anspruch und Wirklichkeit. Momentchen, welches Auto fährt eigentlich Simone Oldenburg? Aha, diesen Audi A6 TDI Quattro. Und der stößte, ebenfalls 159 Gramm CO2 pro Kilometer aus. Aber wie sagte schon Birgit Hesse? Man kann sich an die eigene Nase fassen, seine Coffee-to-go-Gewohnheiten hinterfragen, überlegen, ob die geplante Fernreise wirklich sein muss, zumal es an Ostsee-Seenplatte doch genauso schön ist. Eben, und an die Seenplatte kommt man mit diesem Auto ja besonders schnell. Es ist eben ein langwieriger Prozess, der Weg zu sauberer Mobilität. Wie so vieles ein langwieriger Prozess ist in diesem Land, auch Prozesse sind oft sehr langwierige Prozesse. Und zack, schon sind wir beim nächsten Thema. Ja, wie schnell das geht. Wahnsinn. Die deutsche Justiz ist überlastet. Das wissen Sie wahrscheinlich. Es fehlen Richter, es fehlen Staatsanwälte. Und bei den wenigen, die da sind, staut sich dann entsprechend die Arbeit. Landgericht Erfurt. Richter Holger Pröbstl vor einem langen Arbeitstag. Ja, das ist dann mein morgendlicher Gang ins Zimmer. Und der erste Blick ist immer nach links. Das ist das, was ich morgens finde. Rot sind Strafakten, die gelben ist Führungsaufsicht. Das macht relativ viel Arbeit. Die Aktenberge wachsen und wachsen. Die wachsen so sehr, es gibt ganz neue Gebirge in Deutschland. Die bayerischen Vorakten zum Beispiel. Oder die Verzweifel. Oder, Achtung, das Feuerzgebirge. Immer wieder müssen auch Verfahren abgesagt werden. Es müssen auch Gerichtsverfahren einfach abgesagt werden, weil es an Personal fehlt. Oder aber, die Prozesse ziehen sich über Jahre hin. Kleiner Tipp, wenn Sie eine Bank ausrauben wollen, machen Sie es ab 60. Dann haben Sie ziemlich gute Chancen, in diesem Leben nicht mehr verknackt zu werden. Es fehlt auch an juristischem Nachwuchs. Gemessen am Bedarf gibt es zu wenig junge Menschen in Deutschland, die Jura studieren. Hätte ich gar nicht gedacht, aber es ist wirklich so. Angeblich mussten in manchen Fußgängerzonen schon die ersten Ralph Lauren und Burberry-Läden dicht machen, weil es zu wenig Jurastudenten und Studentinnen gibt. Ja, das ist Studierende. Jurastudierende, es sind zu wenige. Und die Juristinnen und Juristen, die gute Abschlüsse machen, die gehen dann lieber in die Wirtschaft, die gehen lieber als Anwälte zu internationalen Großunternehmen wie Google oder Amazon oder zu Banken. Weil sie merken, die Gerichte zahlen gut, aber die Kriminellen zahlen natürlich viel besser. Und die Konsequenz? Die Richterinnen und Richter werden einfach immer älter. In den nächsten 10 Jahren gehen 40% der Richter und Staatsanwälte in Rente. Dann wird sich die Situation nochmals immens verschärfen. Das hat ja fatale Konsequenzen.
Wenn man dann Personen, die dringend verdächtig sind, Straftaten begangen zu haben, wieder aus der Untersuchungshaft entlassen muss, weil eben das Verfahren nicht so schnell betrieben werden kann, wie es betrieben werden sollte, dann ist das eigentlich der schlimmste Fall dessen, wie sich die Überlastung der Justiz zeigen kann. Ja, ganz konkret gesagt, es kann sein, dass wegen Personalmangel mutmaßliche Mörder in Deutschland frei rumlaufen und alle hoffen, dass sie nicht wieder jemanden ermorden. Und wenn, dann hoffentlich kein Richter oder Staatsanwalt. Das dauert ja alles noch viel länger. Ich meine, das stellt natürlich auch, das stellt auch Verbrecher vor ganz neue Herausforderungen. Sie sind schon überall reingekommen. Fort Knox. Bundesbank. Vogelpark Walsrode. Und jetzt wollen sie das schaffen, was in Deutschland für Kriminelle fast unmöglich ist. Boom! Sie wollen ins Gefängnis. Moment mal. Wer soll uns denn verurteilen? Die sind doch alle völlig unterbesetzt. Das dauert lange. Uns fehlen 2000 Richter und Staatsanwälte. Und dann drücken Sie mir auch noch diesen Fall auf, ja? Das Justizsystem ist knallhart unterbesetzt. Wir haben geklaut, betrogen und geschmuggelt. Das wird ja wohl reichen. Ist denn jetzt diese Akte? Ich hab die doch vorhin schon gehabt, Mensch. Die war doch hier. Oder? Was haben Sie noch mal gemacht? Also wir wollten, wir haben, also ich... Ja, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Sie sind freigesprochen. Was er sagen möchte, ist, dass wir im großen Stile weltweit... Wir können ja gerne noch mal den Herrn Staatsanwalt nach seiner Meinung fragen, ja? Ja, das bin ja heute auch ich. Also, oder? Okay, ja, Freispruch also. Boss, was machen wir denn jetzt? Drei Profi-Gangster, die immer einen Plan B auf Lager haben. Berufung? Dann sollen die doch mal unsere neuen Automaten ausprobieren. Herzlich willkommen beim Do-It-Yourself-Gericht. Bitte nennen Sie Ihre Straftat. Wir haben eine Tonne Kokain geschmuggelt. Sie haben eine Flasche Cola geschüttelt. Sie sind freigesprochen. Kokain! Und als alles schon verloren schien... Warte, ich bin raus. Ich suche meinen Job. In der Zeitung steht, die suchen Justizvollzugsbeamte. Das ist gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Dein Ernst? Ja! Wir haben es geschafft! Endlich im Knast! Die nicht Verurteilten. Jetzt auch im wahren Leben. Ein Film von Freddy Radeke und Sebastian Ried. Nun aber, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, endlich zum größten Live-Event des Jahres. Die SPD sucht eine neue Parteispitze. Das Verfahren ist ja unglaublich kompliziert. Zunächst mal wurden bundesweit Anzeigen geschaltet in allen großen Zeitungen. Traditionspartei mit 150-jähriger Geschichte sucht Vorsitzenden. Duo, befristete Anstellung. Einzige Voraussetzung, technisches Verständnis, wie man in der Parteizentrale das Licht ausmacht. Daraufhin gab es eine Menge Bewerbungen. Ja, doch, es hat ein bisschen gedauert, aber dann waren es doch ziemlich viele Bewerberinnen und Bewerber. Ein Einzelkämpfer ist dabei, alle anderen treten paarweise an. Das hat sich die SPD von den Grünen abgeguckt, haben sich gedacht, auch Doppelspitze funktioniert super bei den Grünen, kommt ja gut an. Das machen wir auch. Und wer da nicht alles dabei ist, Hilde Mattheis und Dirk Hirschel, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, Annette Ahrens und Norbert Windmeier, Michael Roth und Christina Kampmann. Und Sie können mir noch nicht mal sagen, welches Bärchen ich mir gerade nur ausgedacht habe. Ja, es ist der Wahnsinn. Und wir sind gerade alle zusammen auf großer Tournee. 23 Regionalkonferenzen insgesamt. Bislang waren sie in Saarbrücken, in Hannover, in Bremen, aber auch in Friedberg und in Niederolm. Niederolm, weiß man gar nicht, ist das eine Stadt, Niederolm, oder ist das der SPD-interne Spitzname für Sigmar Gabriel? Jedenfalls wird es bis Dezember dauern, bis alles entschieden ist. Ein langwieriges Verfahren, das hat man sich wiederum bei der CDU abgeguckt, ne, das mit den Regionalkonferenzen. Nur muss man sagen, liebe SPD, bei der CDU war das eine ganz andere Spannung. Erstmal hatten die drei Kandidaten und das waren dann auch erkennbare Typen. Das war wie aus Filmen.
Ja, das waren wirklich identifizierbare Charaktere. Da war Annegret Kramp-Karrenbauer, die ganz normale Frau aus dem Saarland. Da war Jens Spahn, der smarte, skrupellose Streber. Und Friedrich Merz, der Konservative, der aus den Untiefen plötzlich wieder auferstanden ist. Es war eine Mischung aus Adelheid und ihre Mörder, House of Cards und The Walking Dead. Ja. So. Aber jetzt. Die SPD. 15 B-Promis ziehen durch die Pampa, das ist für mich Dschungelcamp. Ja? Und dadurch, dass es so viele sind, müssen das alles ganz knapp formulieren. Die müssen sich alle immer wahnsinnig kurz fassen. Ich muss darum bitten, nur zum Schluss zu klatschen, weil das alles abgeht von der Zeit jetzt. Ich muss jetzt mich ein bisschen kürzer fassen. Und letzter Satz, liebe Gesine. Ich möchte meinem Boris hier nicht die Redezeit stehlen. 15 Sekunden sind jetzt auch vorbei. Da hast du jetzt Pech gehabt, tut mir leid. Die haben allen Ernstes 5 Minuten, um sich und ihr Programm vorzustellen. 5 Minuten. So lange braucht allein Karl Lauterbach für einen Satz. Das ist ja dieser gemütliche Typ mit der Fliege und dem rheinischen Singsang. Ja, mein Name ist Karl Lauterbach. Ich komme aus dem Rheinland, aus Düren. Ich bin das Kind aus einer Arbeiterfamilie. Man denkt immer, jetzt kommt ein Dusch und dann spielen die Höhner. Ja, also. Und dann. Da muss ich ganz ehrlich sagen, noch mehr lachen musste ich bei dem Paar Petra Köpping und Boris Pistorius. Warum treten die noch mal zusammen an? Boris Pistorius und ich, wir haben uns kennengelernt auf einer Reise, wo wir nicht wussten, dass wir da sind. Beide nicht. Und zwar in Mechelen, in Belgien. Die waren zusammen auf einer Reise und wussten dabei nicht, dass sie da sind? Beide nicht? Das zeigt doch, wie viele Umdrehungen diese belgischen Biere haben. Man muss da aufpassen. Und relativ weit vorne habe ich gehört, in der Gunst der SPD-Basis liegen offenbar Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Esken ist Kommunalpolitikerin und hat ihren Wahlkreis im Schwarzwald. Gut, das sieht man. Sie hat offenbar den gleichen Friseur wie Jogi Löw. Und Norbert Walter-Borjans, das habe ich jetzt erst gelernt, den nennen nur wir Normalsterbliche Norbert Walter-Borjans. Als Sozialdemokratin oder Sozialdemokrat, als Insider nennt man den natürlich ganz anders. Ich habe Norbert Walter-Borjans, Novabo, wie wir ihn nennen, angerufen. Die nennen ihn Novabo. Das ist der Novabo. Klingt für mich eher wie so eine Direktbank. Jetzt Hauskredit sichern zu unschlagbaren Konditionen bei ihrer Novabo. Und dann gibt es noch Ola Schoh. Ja. Zeit sparen. Leute, Beeilung. Nein, er macht solche Mätzchen nicht mit. Olaf Scholz, haben wir jetzt auch wieder erfahren dürfen, ist ein klassischer Sozi durch und durch. Ich bin der Meinung, dass ich ein echter, truly Sozialdemokrat bin. Ein echter, truly Sozialdemokrat. So einen kann Berlin nicht verändern. Echt nicht. Truly. Aber gut zu wissen, ich hatte ihn eher Sleepy in Erinnerung. Vielleicht wird das eher ein neuer Spitzname. Ja, der kleine Truly. Könnte ich mir auch als Stofftier vorstellen. Hol dir den Truly. Ja? Oh. Für Kinder, die nicht einschlafen können. Und dann noch der Slowly. Oder die Harry. Oder der Flunschi. Und der Novabo. Süß, aber ich meine, unbekannt hin oder her, man muss schon sagen, das muss man der SPD lassen, die Hallen sind voll. Ja, die Leute strömen dahin, die finden das spannend, die finden das interessant. Es ist ein bisschen wie bei den Rolling Stones. Ich vermute, dass sich auch hier viele denken, besser mal hingehen, könnte die letzte Tour sein. Unser Reporter Jakob Leube hat sich aufgemacht nach Niederolm. Hallo, liebe Musikfreunde. Ja. Die SPD ist auf Tour. Früher haben sie die großen Wahlurnen gefüllt. Heute spielen sie eher in den kleinen Hallen. Hier heute in Niederolm. Naja, wenigstens keine Baumarkteröffnung. Schauen wir mal. Ah!
Tourtermine sind es 23. Das ist ein ganz schön hartes Tourleben. Muss die Leber danach in Urlaub? Nee, wir mäßigen uns beim Alkohol. Ne, dass wir machen das, also wie Gerd Schröder, der hat ja auch während des Wahlkampfes nicht getrunken. Hat er nicht? Ach so. Hat er nicht, nee. Bisher können wir den Alkoholkonsum noch immer auf mäßigem, aber stetigem Niveau halten. Welcher Song spiegelt dein SPD-Gefühl am meisten wider? I can't get no satisfaction, let it be oder Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Oh, ich glaube, ich würde Let It Be nehmen. Ja, also Let It Be. Ja, weil die einfach keine Kursänderungen, also ich spüre keine Kursänderungen. Jetzt mit 15 Leuten auf der Bühne, die alle durcheinander singen, das ist doch so ein bisschen wie ein Konzert von der Kelly Family. Ja. Nur mit weniger Haaren. Das stimmt. Wenn man jetzt an Olaf Scholz denkt, zum Beispiel. Ja, ja. Phil Collins sah auch immer aus wie ein Versicherungsvertreter und ist Weltstar geworden. Macht Ihnen das Mut? Ich finde das eine lustige Frage, aber ich glaube, ich sehe aus wie ein Sozialdemokrat. In welchem Genre ist die SPD denn so musikalisch? Rock'n'Roll ist das ja nicht mehr. Nee. Volksparteimusik auch nicht mehr. Nein. Und eher so Blues vielleicht. Vielleicht, da würde ich sie auch hinpacken. Ja, wir sprechen hier mit dem Tourmanager. Wie ist es denn, die Abschiedstournee der SPD zu organisieren durch Deutschland? Das ist ja nicht die Abschiedstournee, das ist ja... Ach so. Man sieht ja, es kommen immer mehr Zuschauer, diese Band lebt. Und wir machen es wie die Rolling Stones, also Abschiedstournee gibt es jedes Jahr. Das ist die Welcome Back Tour der SPD. Sie glauben ein Comeback? Absolut, Welcome Back Tour. Aber ist das nicht immer die gleiche Leier? Ist das die Platte, die die Leute eben nicht mehr hören wollen? Neuanfang? Kein Stück, die kriegen das jetzt mal richtig. Glauben Sie an ein Comeback? Ja, glaube ich. Sonst wäre ich nicht hier. Ich glaube auf jeden Fall auch ein Comeback. Sind Sie betrunken oder nicht dann? Nein, ich bin absolut nüchtern. Mit dem Auto da. Na, aber es gab schon Auflösungserscheinungen der Band. So. Wir hatten vielleicht mal ein paar schlechte Alben zwischendurch, aber es wird jetzt wieder besser. Wir sind ja ständig in die Charts gekommen. Wir sind in den Charts, aber leider mit schlechter Musik. Ja, mit gesagt, My Heart's Fear Will Go On, Who the Fuck Is Nale. Das ist aber nicht, das ist nicht richtig. Scholz, I Stay or Scholz, I Go. Es fällt ein Schulzzug nach nirgendwo. GroKo, Jumbo, also, Losing My Election. Nein. Losing Next Election, nein. Das hat alles gefloppt leider, ne? Ja, da kann ich jetzt so schnell nicht drauf reagieren. Das war's von der SPD-Abschiedstournee. Und wir gehen jetzt in die Hotelzimmer und zerstören das und saufen einen so richtig, nein, oder? Ich glaube, Sie haben sich geirrt und müssen noch viele dieser Veranstaltungen besuchen und immer wieder berichten, dass sie immer noch da ist, die SPD. Auch wenn sie nicht passt. Rock'n'Roll. Schönen Abend. Ja. Tschüss. Ein Film von Tobias Döll. Die meisten Kandidatenpärchen stehen ja für einen Linkskurs der SPD. Wer das anders sieht, ist der ehemalige Parteivorsitzende Sigmar Gabriel. Er wird heute 60 Jahre alt und mischt sich immer noch gern ein. Nicht unbedingt immer zur Freude seiner Genossinnen und Genossen. Letztens hat sich zum Beispiel Thorsten Schäfer-Gümbel sehr vielsagend in einem Interview zu Sigmar Gabriel geäußert, einfach indem er ihn nicht erwähnt hat. Hier, Zitat Schäfer-Gümbel. Ich freue mich einfach darüber, dass Hans-Jochen Vogel, Björn Engholm, Matthias Platzek, Kurt Beck, Franz Müntefering, Andrea Nahles und Gerhard Schröder, wenn sie etwas haben, einfach anrufen und versuchen zu helfen. Das ist ja ganz perfide. Das sind Sätze, die kennt man aus der Familie. Ich freue mich einfach, dass deine Geschwister ihre Mutter mal besuchen kommen. Mehr will ich nicht sagen. Ich freue mich einfach, dass die anderen mich auch mal besuchen. Es freut mich einfach. Gabriel hilft der Partei eben auf seine Art, nämlich mit launigen Interviews. Heute ist er bei uns. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Sigmar Gabriel. Herr Gabriel. Ja, Sie werden heute 60 und bei der Gelegenheit möchte ich Ihnen natürlich auch ganz, ganz herzlich gratulieren. Vielen Dank. Nämlich für Ihre Entscheidung, sich aus der aktiven Tagespolitik rauszuhalten. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Nein, ich meine, letztlich war es ja auch Ihre Politik, die die SPD an den Rand der Existenz geführt hat. Ich führe Sie auch gleich mal an den Rand Ihrer Existenz, Herr Ehr. Das Problem der SPD ist, dass sie einfach nicht auf meine Ratschläge hört. Ja, und was raten Sie der Partei? Ich rate der Partei, sich einfach mal wieder öfter wählen zu lassen. Interessiert scheinbar keine Sau. Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, die SPD sei inzwischen linker als die Linkspartei und ökologischer als die Grünen. Was meinen Sie damit? Ich meine damit, dass wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten uns einfach mal wieder mehr auf unseren Kern besinnen sollten. Also auf mich. Sie haben auch gesagt, der Zitat, leistungsbereite Arbeitnehmer fühle sich nicht mehr vertreten durch die SPD. Es ginge zu viel um Minderheitenthemen. Wie darf man das denn verstehen? Ihr IQ ist aber auch auf der Höhe der Teppichkante, Herr Ehring.
Es geht zu viel um Minderheitenthemen, heißt, es geht zu viel um die Themen von Minderheiten. Ja, wen meinen Sie denn? Ja, Minderheiten. Langzeitarbeitslose, Geringverdiener, Frauen. Gut, damit erfüllen Sie jetzt wirklich das Standardklischee des deutschen Rentners. Ein bisschen Polemik, ein bisschen Rechtsruck, ein bisschen Frauenfeindlichkeit. Zeigen Sie auch schon Falschparker an? Dass Ihnen das nicht gefällt, ist mir klar, Herr Ehring. Fangen Sie jetzt auch noch an mit, die SPD muss mit der Linkspartei fusionieren. Ich sage nur, die SPD war mal angetreten als die Partei des kleinen Mannes. Ja, damit war aber niemals Gregor Gysi gemeint. Sie sehen es doch auch, viele nehmen der Partei heute noch übel, dass sie Hartz IV eingeführt hat. Hätte man da nicht bereits vor Jahren schon Einsicht zeigen müssen? Hätte, hätte, Senfbulette, Herr Ehring. Fakt ist doch, wir müssen in die Zukunft schauen. Digitalisierung, Arbeit 4.0, das sind sozusagen die großen Themen. Und dahingehend müssen wir auch Hartz IV reformieren. Mal ganz konkret, warum soll man seinen Hartz IV-Antrag beispielsweise nicht auch per WhatsApp einreichen können? Per WhatsApp, Hartz IV-Antrag? Das erleichtert doch auch die Kommunikation fürs Amt. Ablehnungsbescheide mit Emojis. Leider nein. Daumen runter, Tränchen, Smiley, fertig. Na gut, wo wir dann gerade hier so emotional sind, vielleicht noch eine persönliche Frage. Wie kommt es eigentlich, dass Sie heute Zeit für uns haben? Gibt es keine Party? Sind Sie traurig, dass Sie nicht eingeladen sind, Herr Ehring? Nein, ich frage ja nur. Ich habe alle eingeladen. Freunde, Weggefährten, alle, die mir wohlgesonnen sind. Aber wissen Sie, was soll ich da zu Hause alleine rumsitzen? Wenn Sie vielleicht einen kleinen Tipp haben wollen. Nein. Vielleicht sollten Sie mehr das Gespräch suchen. Andere greifen zum Telefon, Sie geben ein Interview. Manchmal denke ich mir, selbst wenn Sie Ihrer Frau was mitteilen wollen, dann machen Sie es über ein Interview in der Bild-Zeitung. Und es gibt eine Schlagzeile, Schatz, stell schon mal das Bier kalt. Genau. Und pack auch noch zwei Koteletts auf den Grill, Anke. Ich komme nämlich jetzt nach Hause. Vielen Dank und schönen Geburtstag, Sigmar Gabriel. Die Situation in Großbritannien wird ja immer irrer. Jetzt sagt Schottlands höchstes Zivilgericht, Boris Johnson hat die Queen belogen, als es darum ging, das Parlament in den Zwangsurlaub zu schicken. Am Montag hat er den Laden ja tatsächlich dicht gemacht und zieht den Brexit jetzt einfach alleine durch. Ja, man muss sich ja mal vorstellen, ein Premier, der nicht vom Parlament gewählt worden ist, ja, führt sein Land aus der EU gegen den Willen des Parlaments. Der Johnson ist so undemokratisch. Ich glaube, noch zwei Wochen und Gerhard Schröder freundet sich mit ihm an. Er scheint irgendeine Taktik zu haben. Ich weiß im Moment überhaupt nicht mehr, welche Taktik das ist. Ja, man blickt nicht durch, aber er scheint ja irgendeine Taktik zu haben. Er will auf jeden Fall als Hardliner dastehen, der sein Land in die Freiheit führt. Auch wenn er sich wie der letzte Rüpel benimmt und die Demokratie zerstört. Er will ein Ekel sein und gleichzeitig eine Ikone der Freiheit, eine Art Jeanne d'Arc. Und ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin total neugierig, welches Schlupfloch er jetzt findet, welche Möglichkeit er nutzen wird, um das No-No-Deal-Gesetz des Parlaments zu umgehen, das ja einen harten Brexit verhindern soll, oder ob er es ignoriert. Er hat gesagt, er würde lieber tot im Graben liegen, als bei der EU um eine Verlängerung zu bitten. Ich wundere mich nur, dass er glaubt, dass das eine Drohung ist. Wobei, es ist ja so, bei einigen kommt sein egomanischer Irrekurs durchaus gut an. Vor allem bei ärmeren Briten, die traditionell Labour gewählt haben, kann Johnson punkten. Dabei würde ein harter Brexit jeden Haushalt in Großbritannien 290 Euro im Jahr kosten. Und die Leute sagen dann offenbar, okay, dann habe ich weniger, es wird mir besser gehen. Klasse. Da zeigt sich, dass es sich für Johnson und seine Partei vielleicht doch gelohnt hat, dass die britische Regierung seit Jahren zu wenig in Bildung investiert hat. Am 31. Oktober ist ja der Brexit-Tag, das ist Stichtag, Halloween, witzigerweise. Normalerweise ist ja nach Halloween der Horror vorbei. Für die Briten könnte er dann erst richtig losgehen. Ja, die britische Regierung musste ja jetzt, auch da das Unterhaus sie gezwungen, das offen zu legen, ja, dass sie, womit sie rechnet im Fall eines harten Brexits, sie rechnet mit Engpässen bei Lebensmitteln und Medikamenten. Und Boris Johnson steuert einfach fröhlich auf den Abgrund zu. Mit steigenden Umfragewerten. Das ist das Verrückte. Bei seinen Fans wird der Typ immer beliebter. Genau wie Trump.
ja, der auch mehr gewinnt, je mehr er lügt. Oder bei uns die AfD, die höher steigt, je rechtsradikaler sie wird. Die westlichen Demokratien werden immer mehr zu einer Art RTL 2. Je dümmer das Programm, umso mehr Anhänger gibt's. Hier ist unser Song für einen kalkuliert durchgeknallten Premierminister. Guten Tag, Damen und Herren. Ich bin nicht ein Berliner. Man nennt mich den Brexit-Cowboy. Wir schaffen das. Man nennt mich den Clown an der Macht. Meine Freunde nennen mich Boris. Nur blöd, wenn man kaum noch Freunde hat. Am Mittag fällt ihm dann noch sein Bruder in den Rücken. Er diente als Staatsminister in Johnsons Kabinett und schmeißt hin. Ich zieh den Brexit durch jetzt, Baby. Und wer nicht mitzieht, den kick ich raus. Fantastic. Ich schick das Parlament schön in den Urlaub. Ich drück den No-Deal durch und lache euch aus. Ich bin fieser, kleiner Strobel. Ich bin machtgeil, ohne Skrupel. Ein Wolf im Teddybärenpelz. Ich bin ein Lüger, ein Betrüger und stürz das Land kopfüber. Voll ins Chaos mir gefällt's. Ein Lied von Dennis Kaup und Jesko Friedrich. Naja. Der Kerl ist gerissen. Der Johnson ist ja kein Idiot, er spielt den Idioten nur, da heißt es aufpassen. Ja? Ein sehr gutes Beispiel dafür ist das folgende Interview. Er wurde da gefragt, was er denn in seiner Freizeit macht, um zu relaxen. Und Johnson hat da auf den ersten Blick komplett idiotisch geantwortet. I make buses. You make models of buses. I make models of buses. See, they're going to be in Downing Street. So what I do? No, what I don't make models of buses. But what I make is, I get old, I don't know, wooden crates. Yeah. Right. And then I paint them. Ja, er bastelt Busse aus Weinkissen. Klingt interessant. Ja, malt sie an, klingt wirklich, es klingt verrückt. Die FAZ hat es aufgegriffen. Hier so basteln sie einen Johnson-Bus. Ja. Das Video ging wirklich durchs Netz, es ging viral, es wurde massenhaft angeguckt. Es gibt Hinweise dafür, dass er den Quatsch sehr bewusst erzählt hat. Denn Johnson wird ja bis heute sehr heftig kritisiert wegen seiner Buskampagne pro Brexit. Sie erinnern sich, er hat damals Busse mit der Nachricht bekleben lassen, dass Großbritannien 350 Millionen Pfund pro Woche an die EU überweisen würde, angeblich. Und das Geld, das wolle er ins Gesundheitswesen stecken. Unter anderem wegen dieser Propaganda bekamen die Brexit-Befürworter die Mehrheit. Aber schon kurz nach dem Referendum mussten sie einräumen, dass die Zahlen komplett aus der Luft gegriffen waren. Das Referendum beruhte auf einer Lüge. Wenn man Johnson und Bus googelt, hat man sehr schnell Artikel gefunden über die Lüge auf dem Bus. Und was findet man seit diesem seltsamen Interview, wenn man Johnson und Bus googelt? Genau, erstmal die bekloppte Geschichte, wie er Busse bastelt. Ja? Das war möglicherweise ein reines Ablenkungsmanöver, sehr kalkuliert. Es ist nicht beweisbar, aber es spricht einiges dafür, dass er das ganz bewusst getan hat. Also als würde Alexander Gauland sagen, übrigens, ich sammle Vogelschiss. Ja, oder was weiß ich, Klöckner. Als würde Jula Klöckner sagen, in meiner Freizeit nestle ich gern an meinen Pullifransen herum. Oder Giffey, ich sag's im Vertrauen, ich stehe auf Doktorspiele. Wäre auch eine Idee für Donald Trump, ja, dass er von seinen vielen Skandalen ablenkt mit irgendwelchen seltsamen Bastelarbeiten. Andererseits, wer bastelt schon Pussys, Tornados, Pornodarstellerinnen, Mauern und tote Mexikaner? Das war Extra 3. Basteln Sie schön. Bis bald.